Nachhinein bin ich froh, dass dieses Hickhack und alles, was dazu gehört, vorbei ist. Ich will nicht nachtragend sein, aber eins möchte ich euch allen mitteilen. Mit der Truppe hätte auch Trapattoni und kein anderer Weltklasse-Trainer was machen können. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Die können nix, da ist keine Substanz und kein Leben in dem ganzen Haufen. Ich habe alles gegeben, was man geben kann als Trainer. Ich habe mit jedem gesprochen. Aber ich komme an die ich bin an die nicht rangekommen. Es war, ich weiß nicht, als wenn da eine dicke Wand war. Die hatten alle ihre eigenen Vorstellungen und ich habe es nachher aufgegeben. Es hatte ja gar keinen Sinn mehr. Und wenn man mir jetzt so ein bisschen Hilflosigkeit unterstellt, dann muss ich ja sagen, das stimmt. Ich wusste wirklich nicht mehr, was ich mit denen machen sollte. Das schafft auch kein anderer. Ich will mich nicht wiederholen, aber es ist leider so. Und ich bin froh, dass ich aus diesem Haufen weg bin. Auf ewige Treue. Schätze Adi, Adi. Schätze Adi. Was war das für ein schönes Gefühl gestern, als Sieger vom Platz zu gehen und das zu Hause auch noch. Mein lieber Mann, die haben ja gestern Feuerwerk abgezogen, das war ja wunderbar. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Daran kann man mal sehen, wenn die wollen, können die alle. Aber ob das nun am Trainer gelegen hat, das wage ich nicht zu behaupten, das will ich auch nicht behaupten. Aber wir sehen ja, dass der Rump mit den Leuten gesprochen hat und auch deren Sprache spricht und auch versteht, weil er eben noch relativ jung ist und noch nah bei den Menschen, bei den Spielern ist, was der Kramnik ja wahrscheinlich nicht mehr konnte. Denn der hatte, glaube ich, Angst. Angst zu versagen. Naja, nun ist das ja erledigt. Jetzt wollen wir mal hoffen, wie es weitergeht. Also wollen wir sehen, wie es weitergeht und hoffen. Dass wir noch so viele Punkte haben, dass wir drin kriegen, dass wir drin bleiben können. Das wäre das schönste Geschenk in diesem Jahr für uns alle. Da bin ich allein.